Oh, Valesa, Spieler des Monats. Hat er sich auch verdient. Auf jeden Fall. Puchapolski. Okay. Dritte Runde. Ach so. Das ist der Verlauf. Gegen Polonia Warszawa. Also das wird eine Nummer. 712. Okay. Das wird eine Herausforderung. Okay, gut, dass wir jetzt hier einen Jugendspieler bekommen. Denn Sie erhalten ein Angebot für einen talentierten Jugendspieler. Pantelis Vardikos. Verteidiger, 17 Jahre, Zypern. Kann für eine Ablösesumme von 25.000 Euro von Ihnen verpflichtet werden. Der Spielerberater spricht von einem Riesentalent, einem kommenden Nationalspieler. Wir müssen der Meinung des Beraters vertrauen, da keine weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Sind Sie bereit, diesen Betrag zu bezahlen? Also, dieser Satz ist wichtig. Der Spielerberater spricht von einem Riesentalent, kommenden Nationalspieler. Das ist wichtig. Die ändern sich immer wieder. Wenn man von einem Megatalent, Riesentalent spricht, dann kann man ruhig annehmen. Dann habt ihr dann so Dreier-, Vierer-Talent. Aber wenn da steht, ich weiß ja natürlich nicht wortwörtlich, wie die anderen Variationen klingen, aber das merkt man einfach beim Lesen, dass er nicht so ist, ne? Und daran erkennt ihr schon, ob das ein guter wird. Ne? Weil ihr habt ja null Infos. Das ist natürlich nicht hundertprozentig, aber meistens habt ihr da einen guten Spieler. Ja, schauen wir uns den mal gleich an, beziehungsweise im nächsten Part, denn ich muss hier gleich einen Cut machen. Okay, er war kurz verletzt, aber Gott sei Dank wieder fit. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Top-Top-Top-Top-Spiel gegen Polonia Warszawa im Pokalspiel. Ich freue mich riesig drauf. Mal gucken, ob wir eine Riesenüberraschung starten können. Bis gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Willkommen zum absoluten Top-Pokalspiel Polonia Bytom gegen Polonia Warszawa. Ja, das ist wirklich ein absolutes Top-Spiel. Wir als Überraschungsteam mit einer zweiten Liga gegen einen etablierten Erstligamannschaft. Ja, schwere Auslosung, aber irgendwann musste es ja so kommen. Vierte Runde mittlerweile. Ja. Was ist unser Ziel in diesem Spiel? Keine Packung kriegen, zumindest in die Verlängerung kommen oder doch weiterkommen. Also, mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, weiterzukommen. Ich meine, wir haben schon so viele Überraschungen gezeigt, beziehungsweise Überraschungen erlebt mit der Mannschaft. Warum nicht hier auch? Ja gut, der Start war jetzt vielleicht nicht so optimal, aber das heißt noch nichts. Müssen wir nur noch unsere Chancen nutzen, ne? Unsere wenigen Chancen müssen wir einfach nutzen. Oha. Oh,
Oh Mann, die drücken aber richtig. Oh, Jungs, 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 Jungs. Ach, Gott sei Dank. Also Chancen hatten wir schon. Nur leider mal wieder nicht genutzt, ne? So wie immer. Warum kontert die aus, Jungs? Oh Mann. Tu mal nicht so. Ich sag's ja, in der ersten Liga sind die Keeper richtig stark. Also die Fähigkeiten im Vergleich, also der direkte Vergleich zwischen Fähigkeiten der Stürmer und der Torhüter ist schon da extrem. Also da kriegen wir kaum eine Pille rein. Die haben vielleicht nicht, hier sind vielleicht Mann gegen Mann nicht so stark oder im Stellungsspiel, aber die geistigen Fähigkeiten sind richtig gut. Ah, Mensch. Ja, also die Ruhe, Konstanz, ne, Entscheidungen und so weiter. Die kommen da so einfach durch da hinten. Die sind auch viel schneller als wir. Beweglicher und schneller. Und immer diese langen Bälle. Oh Mann. Jawoll! Ganz, ganz wichtiger Treffer. Da doch noch vor der Halbzeit. Herrlich. Im engsten Raum, das war abgeschlossen. Sehr, sehr gut. 1-1. Joa, relativ ausgeglichen, vielleicht ein kleiner Vorteil für die Gäste. Okay, Grischuk wieder mit einer guten Note. Schnell mal loben, motivieren. Die Außen, ne? Die Außen müssen richtig aufpassen. Da aber nochmal so. Das schaffen wir noch. Das sehe ich genauso. Und jetzt müssen wir beten. Ich hoffe, das packen wir. Vielleicht habe ich eine bewegende Rede in der Kabine gehalten. Man weiß es nicht so genau. Hoho. Schwein gehabt. Ja, die Chancen sind da, ne? Man muss sie einfach eiskalt ausnutzen. Aber da sind wir einfach noch viel zu schwach. Wieso kommt da einer an, der angesprintet? Da kommst du gar nicht an. Aber wir sind relativ fair, muss ich sagen. Null Fouls.
Ja, das defensive Stellungsspiel. Oh, und jetzt. Ja! Grischuk, wer sonst? Der Hammer. Oh, jetzt werden die sauer sein. Oh Mann, ich brech mal meine Regel und ich wechsle erstmal nicht. Alter, war das gut. Sehr, sehr geil. Mit die Ruhe bewahren. Vielleicht stehen sie jetzt noch so ganz offensiv und dann können wir noch das 3-1 machen. Noch 15 Minuten. Oh, die schaut nur, der schaut nur zu. Oh. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Mann, 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 Mann. Abseits, oder? Nein. Oh. Oh, wenn jetzt einmal so ein Freistoß reingehen würde, ne? Ja, die Idee war jetzt auch nicht so geil. Seine auch nicht. Oh, noch 2 Minuten. Letzter Wechsel bei den Gegnern. Und jetzt kommt dann, kommt, ah ne. Das wär's gewesen. Kommt schon, pfeif ab. Jetzt aber. Unglaublich. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Richtig geil. Ja, komm, mach weiter. Oh, und Grischok wieder, ne? Einfach super. Herrlich, einfach nur geil. Aber das war erst die vierte Runde, ne? Guck mal, wir haben hier noch. Ich stell mal vor, wir kommen ins Finale und gewinnen das auch noch. Aber er hat gewonnen. Er hat schon gewonnen. Die Mannschaft hat gewonnen. Aber ich glaube, diese kleinere Vereine kenne ich nicht. Aber die Großen sind hier. Hier war einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Also eins, zwei.